Hallo zu einer neuen Runde Subsistence. Nachdem ich gestern den Test gemacht habe mit der neuen Leitung, muss ich sagen, geil. Richtig schnell mit dem Hochladen. Super. Und deshalb machen wir jetzt mal gleich noch eine kleine Runde zu unserem Zweitwohnsitz. Streichelt so sehr gut. Können wir da drüben, glaube ich, auch gebrauchen. Das ist natürlich die große Frage. Schwimme ich oder laufe ich rum? Da drüben ist ein Bär. Wir schwimmen fast. Die geilere Idee. Haut das erstmal einen Huhn. Das könnte ich auch gebrauchen. Sehr schön. Das haben wir schon mal. So. Ja, komm, wir schwimmen rüber. Was soll's. Ich hoffe, dass ich da drüben dann irgendwas Gescheites finde. Sprich, ein paar schöne Kisten. Und Holz müssen wir dann eh hacken. Weil ich bräuchte auch da drüben dann noch eine Kiste zum Einlagern. Ja, da hätte ich Nägel mitnehmen sollen. Ja, herrlich. Okay. Sprich, die Kiste nehmen wir später irgendwann mit. Aber mal gucken, was es da drüben so zu holen gibt. So lange schwimmen wir halt. Schönes Wetter haben wir. Die Bayern würden jetzt sagen, hey, guck mal hoch, hey. Weiß-blauer Himmel. Du bist in Bayern. Und das sagt ein Saupreis. Ja, irgendwann, wie gesagt, muss der Puma ran. Aber ich hab noch irgendwie Wammel. Ich weiß nicht, kriege ich den mit der Schrotflinte hin oder nicht. Hm. Mal schauen. Ich habe jetzt dann auch noch was Neues. Will ich jetzt ja nicht verraten, da muss ich nämlich noch ein bisschen rumtesten. Da habe ich auf alle Fälle richtig Bock drauf. Ist jetzt kein neues Spiel, also das Spiel gibt es schon ewig, aber ich habe es mir mal gegönnt. Mal gucken, vielleicht kommen wir am Wochenende schon was raus. Ich verspreche allerdings nichts. Ich verspreche nur eins, es kann natürlich wieder chaotisch werden. Okay. So, was haben wir hier? Was ist da hinten, eine Kiste? Ja, super, das geht ja schon mal gut. Oh, noch eine. Geil. Munition, sehr schön, Nägel. Mit dem Hasen, da will der schwimmen gehen. Oder will der mehr als Futter dienen? Ja, er möchte mehr als Futter dienen. Sehr schön. So, dann nehmen wir die Pflanze kleiner mit. Hier noch so in der Gegend erstmal nichts. Ja, ja, von wegen erstmal nichts. Da ist ein Bär. Das wäre ja auch zu cool gewesen, wenn da mal nichts wäre. Wieso ist die Tür offen? Da ist noch mal zwei Tage nicht hier und schon lässt jemand die Tür auf. Mann, Mann, Mann. Da oben ist noch ein Wolf. Da ist soweit erstmal nichts zu sehen. Haben wir hier irgendwelches Erz?
auch nicht. Kisten sehe ich jetzt auch nicht. Ich nehme erstmal ein bisschen Holz mit. Brauchen wir eh. Ah, hier drüben muss noch eine Kiste hin. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Ofen hinbaue oder nur so ein Feuer mache. Ja, keine Ahnung, bin ich noch unschlüssig. Ich weiß noch nicht, was da gescheiter wäre. So, nehmen wir die Kiste mit. Sehr schön. Jawohl. So will ich das sehen. Schön viel Munition. Und da ist noch eine Kiste. Oh, da oben hat's. Dich brauche ich jetzt nicht. Du kannst abhauen. Die Frage ist, komme ich da ran? Ja klar, komme ich da ran. Cool. So, dann schauen wir uns mal Zink. Es knallt nicht, aber es gibt trotzdem Eisenerz. So, da hinten haben wir wieder einen Bär. Da unten ist noch eine Kiste. Vorsichtig. Was macht der Kollege da? Was bist du? Level 1 oder was bist du? Da war die Kiste. Ja, geh du mal stiften. Kommt verdächtig nahe, der Typ. Ja, hau ab. Sehr schön. Gut, den Wolf lassen wir jetzt mal Wolf sein. Haben wir sonst noch was hier? Nö. So weit sehe ich erstmal nix. Da hinten ist noch ein Wolf und auch noch eine Kiste, aber das ist eine normale. Nö. Da hinten ist noch eine. Ja, sehr schön. Komm hin da. Die nehmen wir mit. Der sieht gut aus. Na, was ist los? Okay, Nägel. Mensch, wenn du schon so da stehst. Hohes Gras und Hühner. Aber geil. Jawohl, ja. Auch noch Huhn. Sehr schön. Da unten hat es noch eine Kiste am Strand. Na geil. Na, die Kiste ist nicht mit dem Klick weg. Ja geil. Nehmen wir die Pflanzen, was ist das da? Ach schade, ich hätte gedacht, das wäre Mohrrüben oder so weit. Blaubeeren. Ja, können wir auch brauchen. Was macht der Hunger? Ja. Hm? Die erstmal gleich mal. Dann sollten wir vielleicht aber darüber, bevor die Hühner wieder vergammeln.
Oh, ich glaube, da hinten ist noch eine Kiste. Oder? Kann das sein, dass die Blaubeeren irgendwie ein neues Outfit haben? Würde ich jetzt mal glatt so behaupten. Ich glaube, die sahen vorher anders aus. So, gehen wir kurz rein. Und dann sage ich mal, das war's mal jetzt mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.